Die Feuerwehr Waiblingen wurde heute um 18.01 Uhr mit dem Stichwort Wohnungsgebäudebrand nach Waiblingen-Neustadt in die Ringstraße alarmiert, in das dortige Schulzentrum, die Friedensschule. Ja, bereits auf der Anfahrt wurde uns mitgeteilt, dass mehrere Anrufe bei der integrierten Leitstelle des Rems-Umkreises eingegangen sind über einen Brand an dem Schulgelände. Diese bestätigte Feuermeldung konnten wir dann auch beim Eintreffen feststellen. Es hat im Erdgeschoss im Zugangsbereich der Schule gebrannt. Der Brand ist dann bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in die Unterkonstruktion der Decke eingelaufen gewesen. Und wir konnten dann mit einem starken Löschangriff diese Brandbekämpfung im Außenbereich bekämpfen. Über die genaue Brandursache kann ich es noch nicht sagen. Beim Eintreffen, wie gesagt, der Feuerwehr war das Feuer im Bereich der Unterkonstruktion der Decke. Zur Brandursache und Ermittlung ist derzeit die Polizei hier vor Ort und führt diese Ermittlungen durch. Ja, wir hatten die Problematik, dass das Feuer gedroht hat, auf das Gebäude überzugreifen. Im angrenzenden Bereich sind bereits Fensterscheiben geborsten gewesen. Der Brandrauch ist auch in das Gebäude gezogen, sodass zunächst es galt, das Feuer im Außenbereich abzulöschen und dann gleichzeitig die Schule mit mehreren maschinellen Lüftern zu belüften, um den Brandrauch, der in das Schulgelände, im Schulgebäude eingetreten ist, aus dem Gebäude sehr schnell zu bekommen. Wie gesagt, derzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten im Bereich des Dachs im Vorbereich und in der Halle sind mehrere Lüfter eingesetzt, um quasi den Brandrauch aus dem Schulgebäude zu bekommen. Ja, die Feuerwehr Waiblingen ist vor Ort mit den Abteilungen Neustadt, Waiblingen und Hegnach. Insgesamt 7 Fahrzeuge mit 42 Einsatzkräften. Zudem ist noch der Rettungsdienst als auch die Polizei vor Ort.